Und jetzt machen wir mal Amsterdam. Ich will euch das wirklich nur kurz zeigen. Das ist eher so ein bisschen skurril, witzig, doof, lustig. Witcher oder Doomsaga? Ich. Bis jetzt. Doomsaga ich. Doom. Achso, Doom 64. Doom sage ich. Ah, okay. Ja, das Witcher-Spiel würde mich jetzt auch interessieren. Das Doom auch. Das stimmt. Aber das Doom würde ich wahrscheinlich echt nur ein bisschen kurz anspielen, weil ich habe Doom 64 nie gespielt. Aber das ist ja im Grunde so ein bisschen eine Neuinterpretation von dem Original-Doom mit neuen Gegnern. Also die Gegner sind schöner gezeichnet im Grunde. Finde ich ganz interessant. Aber trotzdem 2D-Sprites. Nur sehr schöne 2D-Sprites. Aber jetzt schauen wir kurz in Amsterdam. Oder Amsterdam wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen ein Rhythmusspiel, in dem man einen Hamster spielt, im Trainingsanzug, der andere böse Nagetüren aushängt. Nee, Nagetiere verprügelt. Wie die da. Passt zu den Hamsterkäufen. Stimmt. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Muss ich das wirklich? Nee, ich kann doch mit dem Controller spielen, oder? Ja, das geht auch. Ich habe da schon ein bisschen reingespielt. Also schon vor längerer Zeit. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen zurück. Ich muss auch wieder in die ersten Level, weil ich selber nicht mehr weiß, wie funktioniert das Spiel. Es hat aber ganz schön lange Ladezeiten für das Spiel, das es ist. Ist das wirklich das erste Level? Kann schon sein. Machen wir mal Level 3. Das dürfte schon... Ich kriege das hoffentlich noch einigermaßen auf die Reihe. So schwer war es nicht. Es ist wirklich so im Rhythmus ausweichen, Knöpfchen drücken und coole Kampfmoves machen. Okay, von jetzt an wird es immer härter, hat Großvater gesagt. Blablabla. Ich muss mich konzentrieren, den Rhythmus spüren, Druck Y. Es ist immer noch das Tutorial anscheinend, was ich da genommen habe, aber ist nicht schlecht. Wenn ein Heiligenschein erscheint, um einen Perfektangriff auszuführen, mal sehen, ob du 5 hinbekommst. Ich weiß, dass ich es schaffe. Was? Wenn du eine Reihe schaffst, der Helm. Dann die. Ah, oh, das ist. Das ist jetzt doch komplizierter, als ich dachte. Ich habe das nicht mehr so kompliziert in Erinnerung, aber als ich das letzte Mal gespielt habe, war ich auch nicht schon irgendwie 14 Stunden am Crazy Shit spielen. Deswegen. Okay, weil wenn man den Rhythmus ein bisschen drin hat, dann ist das eigentlich echt ganz cool, weil man ziemlich coole Moves machen kann und ziemlich coole Kämpfe draus entstehen, witzigerweise. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder einigermaßen drin. Da müssen wir jetzt ein bisschen üben, dass ich wieder reinkomme, weil dann wird es umso witziger. Okay. Moment, abbrechen. Achso, nee, stimmt schon. Level 4. Mortal Kombat mit USK 6, so ein bisschen. Wie cool ein Tretroller fährt. Das alleine ist schon super, oder? Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Outfits, die man freischalten kann. Ha!
Im Grunde muss man quasi immer in die Richtung lenken, aus der die Angriffe kommen von den ganzen Unbeteiligten. Und ab und zu so Quicktime-Events und ansonsten immer im Rhythmus angreifen. Und dann lädt man immer wieder diese K.O.-Anzeige auf und kann diese super K.O.-Moves machen. Das ist im Grunde alles, das klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach und macht auch echt irgendwie Spaß. Bekloppt ist. Yeah! Ah, okay. Ich glaube, ich habe wieder verstanden, wie es funktioniert. Ich glaube, wir versuchen jetzt mal eins der späteren Level, in denen ich wirklich gerade bin. Level 1, Welt 2. Schauen wir mal, ob ich dafür noch... ob ich genug drauf habe. Puh. Konzentration, Amsterdam. Wir schaffen das. Mit deinem neuen Trainingsanzug. Oh, der hat eine Rüstung. Na toll, tragen die Hasen jetzt etwa Mülltonnen. Keine Sorge, drück Y und schlag zu. Puh, um diesen Block zu durchbrechen, brauche ich etwas Stärkeres. Oh ja, ich erinnere mich. Im dritten Hamster... die dritte Hamster-Faust-Technik. Aufladeangriff. Halte für den Aufladeangriff Y gedrückt. Lade auf und lass genau los. Genau so. Okay. Oh, okay. Ich war noch nicht drauf gefasst, dass es jetzt schon losgeht. Okay, ab jetzt gibt es quasi auch Rüstungen. Bam! Megatreffer für 3 Aufladeangriffe in einer Reihe. Grobian Gang, ich komme. Ich versteh's gerade nicht. Ich kann gerade nicht normal angreifen. Jetzt geht's. Das war gerade irgendwie komisch. Shit. Das gibt's nicht. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, Mann. Ich krieg's nicht hin. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich krieg's echt nicht mehr auf die Reihe. Es ist furchtbar. Ich werde von der Maus verprügelt. Es ist komisch. Irgendwie reagiert der gerade ganz. Nicht mehr irgendwie. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch wahrscheinlich. Na gut, K.O.-Schlag. Das erfordert gerade so viel Konzentration von mir. Das kriege ich kaum noch auf die Reihe, das Spiel. Aber es ist wirklich witzig. Und die Kämpfe sehen eigentlich, wenn man nicht so bescheuert ist wie ich gerade, viel dynamischer und cooler aus noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seit wann streamst du heute schon? Seit 12 Uhr mittags. Seit 12 Uhr mittags streamen wir jetzt. Jetzt machen wir trotzdem noch eine Mission. Das war jetzt die Tutorial-Mission für die Rüstung. Ich habe den Rhythmus für die normalen Schläge leider einfach nicht hinbekommen. Da bin ich raus.
Das ist neu. Ich glaube, ich muss einfach viel schneller angreifen. Ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Das war beim Tutorial vorher so langsam. Okay, ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Ah ja, ich glaube, jetzt check ich es wieder, wie es funktioniert. Einigermaßen. Ja, das sieht doch schon anders aus. Na also. So muss das sein. Ah, Mist. Okay, jetzt kann's losgehen. Genau, über die Hälfte haben wir schon. Zum Glück. Ne, bis jetzt geht's noch. Oh, wir haben einen neuen Gegenstand im Shop. Ah, schauen wir mal in den Shop. Jetzt bin ich drin. Jetzt machen wir noch ein paar Missionen in Hamsterdam. Oder Hamsterdam. Wahrscheinlich eine Anspielung auf Jean-Claude Van Damme und weniger auf Amsterdam. Aber ich muss immer nur an Amsterdam denken. Yeah, die kaufen wir. Oh ja, es gäbe auch neue Handschuhe, die Fischhandschuhe, die Fischtopflappenhandschuhe und die Boxhandschuhe, aber die kann ich mir nicht mehr leisten. Naja, okay, weiter geht's. Jetzt bin ich wieder drin, jetzt wird's cool. Gute Nacht. Ja, du auch, danke. Gleich einen ganz anderen Flow. Jetzt, wo ich wieder weiß, wie die Steuerung funktioniert, richtig. Okay, das ist der nächste. Der da. Ah, komm schon. Nicht nachlassen.
Yeah! Das war cool. Oh, ein neuer Trainingsanzug. Hä? Ich dachte, ich bin auf Shop gegangen. Bin ich vielleicht auch. Vielleicht ist das der einfache Ladebildschirm, der auch kommt, wenn man in den Shop geht. Weiß ich nicht mehr. Ja, den können wir uns leider auch nicht leisten. Aber mir gefällt der, den wir haben, eh auch. Der sieht eigentlich fast genau. Oder? Level 4. Na komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Das finde ich gerade lustig. Das würde ich mir auch kaufen, wenn es nicht so teuer wäre. Wie viel kostet es denn? Das würde mich gerade interessieren. Das kann ich nämlich immer gar nicht sagen. Das ist immer ein bisschen doof, wenn ich Keys für so Spiele kriege, kann ich im Shop nicht mehr nachschauen, wie viel es gekostet hat. Ich könnte natürlich online nachschauen, aber so sehr interessiert es mich dann meistens auch wieder nicht. Wenn ich gerade ein Video drüber mache. Ah, Mist. Sieh mal, wenn die kleinen Mäuse angreifen irgendwie. Das ist doof. Das will ich nicht richtig leuchten. Ich hab dann eine schöne Kombo kaputt gemacht. Dafür wird jetzt gefinished. Au. Au. Wow. Okay, das war krass. Der hat uns jetzt ganz schön gefinished. Wenn ich die Deckung nicht rechtzeitig durchbreche, machen die ordentlich Schaden. Nicht schlecht. Okay, nochmal das Ganze. Oh, der hat auch irgendein Gift, irgendeine Giftaura, der Kerl. Das ist besonders gefährlich. Ah, Mist, warum, was sehe ich denn das immer, wenn die angreifen wollen? So klein und weiß. Das sieht man kaum leuchten. Jetzt nicht gemacht hat. Das ist doof. Aber macht nichts. Gerade noch hinbekommen. Oh, der lebt ja noch. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. So. Das Ninja-Stemband wäre natürlich schon cool. Ich glaube, ich habe den Titel des Spiels noch nicht geändert, ne? Aber jetzt lohnt sich's nicht mehr. Jetzt hören wir damit Hamsterdam auf. Wollte ich nur mal kurz gezeigt haben, was nett ist, oder? Gut, jetzt haben wir noch ein cooles Ninja-Stemband. Das passt super zu unserem Trainingsanzug. Aber der hat nur so Trainingsanzüge, das ist eigentlich schon witzig. Aber ich würde sagen, das reicht, um es fortzuführen. Ich wollte es nur mal zeigen, weil ich fand das wirklich lustig. Und es macht auch wirklich Spaß. Es ist wirklich ein nettes und ziemlich cooles Spiel irgendwie. So, jetzt machen wir mal nochmal Pause kurz.
Ja, genau. Machen wir noch mal kurz 5 Minuten Pause oder 10. Und dann spielen wir mal. Ich glaube, dann wird es mal Zeit für unser Giant-Roboter-Spiel. Und nach dem Riesen-Roboter-Spiel, das wir, glaube ich, auch nicht sehr lange spielen werden, mal schauen. Schauen wir jetzt entweder Doom oder das Witcher-Spiel an, glaube ich. Da hatte ich jetzt auch am meisten Bock drauf. Und wenn ich dann sehr müde werde, dann starten wir mal Dreams. Weil da kann ich mich auch mal zurücklehnen, Chips essen und ein paar von den animierten Filmen schauen und kommentieren oder sowas in der Art. Auf jeden Fall bin ich gleich wieder da. Geht gleich weiter. Bis gleich.